Okay. Ah, jetzt passt. Sehr schön. So, herzlich willkommen, liebe Geschwister, liebe Suchenden, liebe Menschen, die da draußen ja sich von diesen Zeugnissen inspirieren lassen wollen. Wir haben hier die Alexandra. Wir begrüßen dich ganz herzlich. Hallo, Alexandra. Hallo Markus. Schön, dass du dich bereit erklärst, uns an deinem Zeugnis teilhaben zu lassen. Und natürlich stelle ich dir die ganz selbe Frage. Warst du schon immer gläubig? Ja, erstmal schönen Shalom hier, Lieben, da draußen. Gottes Segen mit euch, mit uns. Ja, ich war gläubig, aber nicht so wie jetzt. Ich habe früher auch in der Kindheit immer irgendwie gefühlt, dass da etwas ist, obwohl ich auch irgendwie religiös aufgewachsen bin, also orthodox. Damals kannte ich mehr halt die Tradition. Wurde halt viel Ostern und Weihnachten gefeiert. Und das war manchmal für mich als Kind auch ziemlich interessant, was da an Ritualen waren. Aber ich habe mich auch immer innerlich gefragt, warum machen die das? Was ist eigentlich so der Sinn? Aber ich habe halt nur mitgemacht. Und genau, ich wusste damals auch nicht, was es bedeutet, Jesus zu feiern. Wie gesagt, das war alles Religion, Tradition. Es war mehr im Mittelpunkt dieses festliche Feiern. Und ich kann mich nur einmal erinnern, als ich zu Besuch war bei Nachbarn, die haben damals den Film von Jesus laufen lassen. Und da war ich, glaube ich, so 5 oder 6 Jahre alt. Und als die Geschichte dann losging, als Jesus dann gekreuzigt worden ist, fing ich an zu weinen. Also ich habe so geheult, weil ich es nicht verstanden habe, dass man so einen guten Menschen ja so dermaßen umbringen muss, der so Wundertaten getan hat. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Die haben versucht zu beruhigen. Und irgendwann mal plötzlich aus dem Nichts habe ich so einen Frieden gespürt. Aber dennoch war ich traurig. Und dann hatte ich halt in der Nacht eine Begegnung. Also ich weiß, ich bin irgendwie aus der Tür raus nachts, aber kann nicht genau erklären, ob das jetzt wirklich ein Traum war, das so wahrhaftig war, oder ob es wirklich so war, dass ich raus bin. Aber plötzlich stand vor der Tür ein weißes Gewand, strahlendes Gesicht, wo ich nicht richtig sehen konnte, und sagte zu mir: Hab keine Angst, mir geht's gut, ich bin da und ich passe auf dich auf. Und du bist nicht allein. Und irgendwie diese Begegnung habe ich nie vergessen, durch mein Leben, als ich dann immer älter wurde. Wie alt warst du da? Ich glaube, da war ich so zwischen 5,5 oder 6. Okay. Ja, und das hat mich irgendwie gestärkt und getragen, weil ich bin mit meiner Mama aufgewachsen worden. Papa war nicht so richtig da. Und das war so mein, ja, wo ich festhalten konnte, halt diese kurze Begegnung von Sicherheit und alles ist in Ordnung, alles ist gut, du bist nicht allein. Ja, und dennoch, in der Religion wurde immer vermittelt, du musst brav sein, du darfst keine Fehler machen, du darfst nicht lügen. Und da als Kind, wenn du so aufwächst und von den anderen hörst, dann denkst du immer, oh, bloß nichts Falsches machen, weil sonst oben der liebe Gott wird dich bestrafen oder so. Ja, ich habe halt irgendwie halt versucht, das Beste draus zu machen, irgendwie in meinem Leben. Und wusste, da ist jemand. Also ich bin nicht alleine. Als ich dann nach Deutschland kam, war auch eine Reise durch guten und schlechten Zeiten, hat mich der liebe Herr auch getragen. Genau bis 2018, wo es dann halt die schwerste Zeit meines Lebens begann.
gesundheitlich. Ich habe als Kinderpflegerin in der Kita gearbeitet und da ging es dann halt los, dass ich mein Gehör verloren habe. Gerade wo alles super lief, ich habe meine Ausbildung hinter mir, war überglücklich, super Stelle zu haben, tolle Kollegen. Ja, und nach 3 Monaten ging es dann los, dass ich plötzlich nicht mehr richtig hören konnte und bekam ganz, ganz viele Töne, Geräusche, die ich ständig gehört habe und sehr, sehr laut waren in meinem Kopf. Es war ein furchtbarer Lärm und dass ich einfach auch den Lärm von den Kindern leider nicht mehr ertragen konnte. Mhm. Genau, ich habe dann auch Kopfschmerzen bekommen. Danach kamen auch sehr starke Schwindelanfälle, die bis zu 3 Stunden lang waren, ja. Und irgendwie dennoch wollte ich mich zusammenreißen, weil ich nur halt die Angst hatte, dass ich diese Arbeit verliere, wenn ich jetzt halt angefangen habe und du meldest dich jetzt so schnell krank. Habe ich mich irgendwie durchgekämpft, aber irgendwann mal habe ich gemerkt, ey, Alexandra, das kannst du dir nicht mehr antun, das geht nicht. Und dann habe ich mich zurückgezogen, krank gemeldet. Ja, das war 2018, wo halt diese Reise begann durch meine Krankheit. In dieses Leid dürfte ich den Herrn kennenlernen. Es klingt lustig oder ich weiß es nicht, aber für mich war dennoch in dieses schwerste Leid meines Lebens auch die schönste Zeit, weil genau da mich Jesus gesucht hat. Ich bin damals wirklich vom Arzt zum Arzt gerannt. Die wollten sogar auch im Gehirn was operieren, weil die Verdacht haben, dass da irgendwas mit einer Vene los ist. Ich wusste nicht mehr, was ich tun soll, weil ich immer so gelitten habe. Ich konnte nicht mal in die Stadt gehen ohne die Stöpsel in den Ohren, weil das war furchtbar laut in meinem Kopf. Habe ich nicht mehr getraut, einfach rauszugehen, weil das einfach mir alles zu viel war. Der Heino-Arzt meinte, wenn es jetzt nach 5 Monaten keine Verbesserung ist, dann werden sie ja ihr Gehör niemals mehr zurückbekommen. Das ist unmöglich. Und als er das gesagt hat, war das für mich Weltuntergang. Ja, weil ich halt ein lebensfroher Mensch bin, der gerne Musik hört und vor allem mein Beruf, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich habe gerade meine Ausbildung hinter mir, will meinen Beruf jetzt richtig losstarten und gerade kommst du seine Diagnose und dann halt der Vorschlag mit dieser Operation, wo halt auch sehr gefährlich sein kann, war das für mich eher lieber nein. Und genau, und dann kam halt Geschwister in mein Leben, wo ich auch witzigerweise ein paar Jahre davor schon einen Glaubensbruder, der Herr mir geschickt hat, wo ich damals wegen Arbeit gefragt habe für meinen Cousin, weil er eine Firma hat, ruft er mich an und fragte mich, wie es mir geht. Und ich erzählte ihm meine Geschichte. Und er war an dem Tag selber in der Klinik und hatte MRT untersuchen, weil er auch damals Migräne hatte und hat mich ermutigt. Und hat vorgeschlagen, dass er mich besuchen kommt, dass er für mich betet. Und für mich war das selbstverständlich. Ja, und dann öffnet er sich auch über sein Leben und Begegnung mit Jesus und dass Jesus heute heilen kann. Das hat mir niemals je jemand gesagt. Und er hat mich auch gefragt, wie ich bete. Und ich habe gesagt, ja, ich bete zu Gott. Er sagt ja, nee, es gibt einen einzigen Gott und sein Name ist Jesus. Da habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich danach verstanden, als er mir erklärt hat, was es bedeutet, gläubig zu sein und was es bedeutet, religiös zu sein. Und was das alles an Sinn hatte, was Jesus am Kreuz getan hat, kam alles wieder zurück. Die Geschichte, als ich als Kind diesen Film angeschaut habe, habe ich es dann verstanden.
Und dann kam auch die Erinnerung, die Begegnung damals, als ich so Kind war. Und das hat mich sehr berührt. Ich habe dann auch mich bekehrt und im Tag gebetet. Ich dürfte seinen Frieden spüren in meinem Herzen, seine Liebe. Und das öffnete eine neue Tür für mich in meinem Leben, in eine komplett andere neue Richtung im Glauben, im Herzen hier und im Namen Jesus. er hat mich weiterhin ermutigt, im Glaube festzuhalten und zu Jesus zu rufen, hat mir auch die Bibel hinterlassen. Und ich hatte nie eine Bibel in der Hand. Ich kannte es nicht mal. Und dann habe ich begonnen, das Neue Testament zu lesen. Ich war viel draußen in der Natur. Der ganze Lärm, den ich selber in meinem Kopf hatte, habe ich mich zurückgezogen mit der Bibel, mit dem Herrn. Und es waren wirklich schon große Kämpfe, vor allem mit diesen Schwindelanfällen, die mich sehr, sehr schwach gemacht haben. Aber da war wieder so eine Kraft in mir und diese Stimme, die mir sagte, steh auf. Immer wieder steh auf und kämpf. Und irgendwie kam dann so ein Tag, kennst du das, es geht so hoch und runter, wieder hoch und runter. Und ich konnte nicht mehr, ich habe gedacht, Herr, ich leide, ich kann das nicht mehr ertragen, das ist schrecklich. Ich wache auf mit so einem Lärm im Kopf, ich schlafe ein, ich habe monatelang nur auf dem Rücken geschlafen, weil wenn ich mich umgedreht habe seitlich, dann kam wieder ein Schwindel in meinen Kopf. Ich habe monatelang vielleicht 3-4 Stunden Schlaf gehabt und bin morgens wieder aufgewacht, immer mit Panik und Angst, kommt wieder der nächste Schwindel. Und ich konnte einfach wieder irgendwann mal nicht mehr. Ich habe geschrien. Ich hatte sogar auch Gedanken, mir mein Leben wegzunehmen, weil ich hatte keine Qualität. Ich war immer irgendwo auch abhängig, dass meine Mama mir hilft, zum Arzt zu gehen, weil ich kein Gleichgewicht mehr hatte. Ich musste mich festhalten. Ich habe sehr viel abgenommen, sehr viel. Ich wog nur noch 42 Kilo, konnte gar nichts mehr richtig essen. Und ich habe irgendwie diesen Kampf verloren. Und dann bin ich eines Tages im Wald, war alleine und saß auf dem Boden und habe zum Herrn gebetet. Ich habe gesagt, Herr, ich glaube an dich, Herr Jesus. Du bist mir sogar als Kind begegnet worden. Ich kannte dich damals noch nicht so richtig, bis diese Menschen in meinem Leben kamen und von dir erzählt haben. Aber ich bitte dich, Herr, schenke mir eine Antwort, weil ich möchte gesund werden. Und ich glaube, dass du mich gesund machen kannst, weil du hast damals ja auch Taube heil gemacht. Und ich bitte dich einfach um eine Antwort, dass ich weiß, du wirst mich heilen. Und ich betete eine halbe Stunde lang. Und ich habe dann gefragt, wenn du mir antwortest, mich zu heilen, bitte ich dich um einen Vogel. Dass du mir einfach einen Vogel schickst. Und dann machte ich nach halbe Stunde meine Augen auf und neben meinen Fuß war eine Feder von einem Vogel, aber in dieser Sekunde kamen hunderte Vögel, wirklich so viele am Baum angeflogen und so ein Wind, aber ein Wind, der so angenehm war, so voller Frieden war. Ich habe den Heiligen Geist so präsent gespürt in meine Gegenwart. Und das hat mich so in meinem Herzen tief berührt, dass ich weinen musste. Ich habe gesagt, okay, Herr, du hast es mir versprochen. Also ich werde nicht aufgeben. Ja. Und dann habe ich weiter die Bibel gelesen. Und ich habe immer gemerkt, wie viel Frieden ich dadurch bekomme. Wie Gott durch sein Wort zu mir spricht. Und wie wichtig ist, dass wir im Glaube beten. Weil die Stelle, wo Gott sagt, betet in meinem Namen, glaube und ihr werdet es empfangen. Ich habe verstanden, dass Gott wirklich eine Beziehung mit mir aufbauen möchte.
mich auch irgendwie prüfen möchte. Wie sehr halte ich wirklich an ihm fest? Wie sehr vertraue ich ihm? Und tatsächlich habe ich dann aufgehört, zum Ärzte zu gehen und habe nur meine Hoffnung auf Jesus gesetzt, nur auf ihn. Also keine Experimente, keine OP, nichts außer nur Jesus, der Herr allein. Und es war so ein Tag, es fing an zu schneien, also wirklich ganz schön leichter Schnee. Ich saß in der Küche und fiel auf den Boden, auf die Knie und ich fing an einfach zu beten. 3 Stunden lang. Ich habe wirklich 3 Stunden lang von meinem Herzen zu Jesus gerufen. Ich habe sein Blut über meinen Kopf gerufen, über jede einzelne Zelle in meinen Ohren, dass er durch sein Blut alles heilt, was nicht gesund ist, dass er alles erneuert. Habe immer an ihn gedacht, an diese Szene am Kreuz, dass er auch jede Krankheit, alles auf sich aufgenommen hat, habe um Vergebung gebetet, alles Unbewusste und Bewusste, was ich getan habe in meinem Leben, dass er mir vergibt, dass er mich reinwäscht und dass er mich heilt. Und wirklich nach 3 Stunden spürte ich durch meinen Kopf so eine Vibration. Ich hatte noch nie sowas in meinem Leben. Ich spürte so eine Kraft durch meinen Kopf und es vibrierte wirklich. Und aus dem Nichts plötzlich kam ein lauter Ton und danach wurde alles wieder weg. Also alles, was ich an Lärm gehört habe in meinem Kopf, diese Geräusche, plötzlich als ob jemand rausgesaugt hätte. Und ich wusste, Herr, du tust gerade jetzt hier was. Also das war unglaublich. Unglaublich ist wirklich am eigenen Leib zu spüren, wie Gott Wunder tut. Also es war für mich dieser Moment, wo ich dachte, erstmal, ich war auch erschrocken, aber auch dennoch glücklich. Also es waren so Emotionen, was passiert gerade. Aber auch dennoch wusste ich, dass der Herr Jesus jetzt gerade hier was versucht, mich zu heilen. Und ich habe mich dann hingelegt, um das erstmal so wahrzunehmen, diese Stille plötzlich wieder in meinem Kopf wieder normal zu hören, weil ich ja monatelang zu kämpfen hatte. Ich konnte nicht mal die männliche Stimme richtig verstehen am Telefon. Das war unmöglich. Ich musste mehrfach bitten, um mir nochmal das zu sagen, was da prägt. Und plötzlich, damals von meinem Freund, konnte ich seine Stimme normal hören. Alles war wieder normal. Und ich konnte mich nicht beruhigen. Ich musste weinen. Ich musste so sehr weinen. Und es war so ungefähr 1 Stunde, diese Stille, also dieser Moment von Heilung. Und dann kam wieder diese eine Seite in mein linke Ohr, wieder diese Geräusche, die ich noch hatte, aber nicht mal so laut. Die waren nicht mal so laut. Und dachte ich, okay, Herr, du hast mir eine riesen, riesen Last von meinem Kopf weggenommen. Und das war erstmal das Schönste in meinem Leben, das zu erfahren, wieder normal zu hören. Dieser Lärm, der dir ständig durch den Kopf Tag und Nacht zu Qual war, ist auf einmal so plötzlich so wegging, zu 80-90%. Ja, ich habe dann weiter die Bibel gelesen. Und zwar, es ging ja auch über die Taufe, weil die Geschwister auch mich gefragt haben damals, ob ich auch getauft worden bin. Damals habe ich es nicht verstanden. Aber in dem Moment, als ich die Bibel gelesen habe und den Herrn gefragt habe, wusste ich, was das wirklich bedeutet, sich taufen zu lassen. Ja. Also ich habe mich ja mit 14 Jahren, bevor ich nach Deutschland kam, religiös taufen lassen, also orthodox und das machen. Meine Mama hat ja auch gesagt, das musst du machen, weil wir ja Christen sind. Also dieses Muss ist eigentlich schon falsch, weil auch das, was von Herzen kommt, was nicht erzwingt wird, sondern der Herr ruft dich und es ist deine eigene Entscheidung. Dann habe ich auch verstanden, okay,
Man muss sich in Geist und Wasser taufen lassen. Und dieses Thema Wasser hat mich beschäftigt, weil ich damals, als ich 14 Jahre war, war kein richtiges Wasser. Es war nur so ein bisschen halt auf dem Kopf und das war's. Ja, ja. Genau. Und was es bedeutet, auch sich taufen zu lassen, ne? Denn du wirst gewaschen von allem. Dein ganzes altes Leben ist gestorben. Du wirst neu geboren in Christus. Du bekommst neues Leben. Hat mich sehr berührt. Und ich fragte auch da den Herrn. Es war mir wichtig, dass der Herr zu mir antwortet. Herr, soll ich das machen? Ist das wirklich so dein Wille? Ich will das verstehen, Herr. Und dann habe ich mich immer geträumt, wie ich neben Fluss stehe oder neben See stehe. Und da wartet jetzt was auf mich. Aber es war immer so neben großer See oder Fluss. Und irgendwann mal habe ich verstanden. Ich habe es verstanden und habe mich dafür entschieden. Ich habe an erster Stelle gedacht, Herr, du hast mir mein Leid weggenommen. Und erst recht würde ich jetzt ein komplett neues Leben mit dir beginnen. Mhm. Weil genau. Du bist mein Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Ich möchte diesen schmalen Weg mit dir laufen, weil du bist die Wahrheit und die habe ich erkannt. Ja, und dann habe ich mich 2019 im Juni taufen lassen. Wow. Das war das Schönste, was ich je getan habe in meinem Leben. Diese Freude. Erstens diese ja. Freude. Ich habe dann aber auch, ehrlich gesagt, im Traum eine Begegnung gehabt. Aber es hat mich auch nicht erschrocken, weil es steht auch in der Bibel geschrieben. Denn je mehr wir den Weg zu dem Herrn Jesus laufen möchten, desto mehr ärgert sich der böse Teufel und würde dich gerne am liebsten wieder zerreißen und dir Lügen einreden, dass es falsch ist. Er ist mir wirklich im Traum begegnet worden, einen Tag vor der Taufe. Also ich befand mich in einem Raum, der so dunkel war, kalt war. Ich habe mich so unwohl gefühlt in diesem Raum. Und da sprach seine Stimme und sagte zu mir, nein, lauf nicht durch diese Tür. Das ist falsch. Wenn du da gehst, das ist nicht der richtige Weg. Und ich bin morgens aufgewacht, ich habe zu dem gesagt, hey, erst recht werde ich durch diese Tür rausgehen. Das ist mein Licht. Das ist mein Herr, mein König, mein Erlöser, mein Weg. Ja, und niemand kann mich von dem Herrn trennen. Niemand. Und es war das Schönste, was ich je erleben dürfte. Und nach meiner Taufe ist es so wunderbar, wie der Heilige Geist wirkt. Auch seine Stimme zu hören. Und er lässt dich auch wachsen. Das ist vor allem auch das Schönste. Er lässt dich wirklich im Glauben wachsen. So geduldig ist der Herr. Und lässt immer stückweise dir einfach die Zeit für Erkenntnis, wie er sich verherrlicht. Also nach meiner Taufe, also das aller Highlight war ja die Heilung. Und ich muss sagen, ich war, nachdem ich genau diese, nach dem Gebet, das war ein Monat danach, wo ich diese Befreiung hatte, dass ich wieder normal in die Klinik gegangen wieder. In der Heino-Klinik hatte ich schon längst einen Termin zur Untersuchung. Und die haben ja diese Kopfhörer, diese Töne laufen lassen, damit du erkennst, damit die deine Schwerhörigkeit nochmal beobachten. Ich habe dann immer gedruckt, sehr schnell. Das ist so ein Klicker, du musst drücken, welcher Ton. Und der Arzt macht die Tür auf, kommt zu mir, sagt, ist etwas hier nicht in Ordnung? Was ist los? Sag, wieso? Naja, aber Sie haben doch Schwerhörigkeit. Sie sind bei 30-40% schwerhörig. Mhm. Ich sage, nein, ich höre alles. Das kann nicht sein. Sag ich, doch, ich höre alles. Sagt sie, das kann nicht sein. Sie hören schon seit 8-9 Monaten oder fast ja ein Jahr jetzt, 10 Monaten, wie viel das war, nicht. Also sie haben Schwerhörigkeit. Das kann nicht heilen. Und dann habe ich gesagt, doch, es kann heilen.
In Jesus' Namen ist es alles möglich. Amen. Amen. Und der stand wirklich so erstmal geschockt und konnte es für sich noch nicht so richtig wahrhaben. Und der Professor, wo ich bei ihm war, habe ich ihm auch die Geschichte erzählt. Und er hat auch zu mir gesagt, ja, ich glaube es dir. Ich hatte auch manche Patienten, die tatsächlich durch Gottes Wunder geheilt worden sind, die das so ähnlich wie du erlebt haben. Und das war für mich auch so eine Befreiung, dass die Ärzte sogar auch ja, das bestätigen. Ja, genau. Ja, und hier bin ich. Das Schönste, Allerschönste ist, ich kann wieder normal hören, die Welt normal wahrnehmen, den Herrn loben und preisen, Musik machen. Und das Allerbeste auch gar keine Angst. Ich habe wirklich keine Ängste mehr. Er hat mir die Ängste einfach weggenommen. Halleluja. Sehr stark, sehr stark. Mir kamen die ganze Zeit zwei Bibelstellen durch den Kopf, während du das erzählt hast. Echt, das hat mich so tief berührt, weil ich kenne den Herrn mittlerweile auch und das ist so ein krasses Wunder, Gott zu erleben, das erste Mal in deinem Leben, wenn du siehst, ja, es gibt ihn wahrlich, so wie Hiob sagt, mein Gott lebt. Und mir sind zwei Bibelstellen ständig durch den Kopf, was in Jesaja drin steht, durch seine Wunden sind wir heil. Und in Apostelgeschichte steht nochmal, es gibt keinen anderen Namen, in dem wir geheilt sind. Jesus Christus, absolut. Das ist echt unglaublich. Boah, das ist ein starkes Zeugnis. Das berührt mich sehr, sehr, was du da erzählt hast. Ein großes Zeugnis, ja. Und würdest du sagen, dass das, was du erlebt hast, dass das notwendig war dazu, dass du zu Jesus gefunden hast? Ich weiß es nicht, ob das notwendig war, aber was ich weiß, ich bin ihm sehr dankbar dafür. Weil ich bin sehr dankbar dafür, weil ich einfach jetzt die Zeit mit ihm genießen kann, diese Beziehung. Manche begegnen den Herrn halt viel später, wenn sie ganz alt sind. Mhm. Und ich dürfte ihn jetzt gerade in diese Krankheit, dieses Leid, ihn begegnen, weil das für mich einfach auch der einzige Weg ist. Der Herr sagt ja, ich bin der Weg. Und mir wurde auch klar, niemand kann mir helfen, außer nur Jesus. Niemand. Und auch heute sage ich, niemand kann mir die Kraft geben wie der Herr alleine. Amen. Ja. Und es ist für mich wirklich ein Riesengeschenk, jeden Tag, wenn ich aufwache, ohne Schwindel, ich höre normal, ich steige ins Auto, ohne Panik, ohne Ängste. Früher konnte ich nie ins Auto einsteigen, niemals. Früher hätte ich niemals gedacht, dass der Herr so viel noch tun wird in meinem Leben, weil ich schon so verloren war. Aber der Herr ist groß. Alles. Der ist wunderbar. Und der pure Frieden vor allem. Und sein Heiliger Geist ist einfach wirklich diese flüsternde, leise, sanfte Stimme, die dich immer so leitet wie ein Wind. Und es ist einfach wunderbar, dass er immer was vorhat mit dir. Und er möchte einfach sehen, bist du bereit, mir zu folgen? Ja. Und ich sage, Halleluja, erst recht, natürlich will ich dir folgen. Egal, was auch kommt, auch wenn es wieder schwere Phasen kommen sollten, werde ich mit dir durchstehen. Ich werde kämpfen, weil mit dir bin ich ein Sieger. Genau. Ja. Genau. Was würdest du den Menschen da draußen, die nach Jesus suchen, die vielleicht auch gerade in Leid sind oder so, was würdest du ihnen sagen wollen? Also an erster Stelle dranbleiben, weil der Herr ist manchmal auch still. Der Herr möchte an erster Stelle dein Herz, also wirklich dein Herz und dass du geduldig bist, dass du ihm vertraust. Also Gott möchte, dass wir ihm von ganzem Herzen vertrauen. Nie aufgeben. Und gerade in diesen Phasen kann er sich ja verherrlichen. Weil wenn alles perfekt wäre in unserem Leben, können wir auch Gott niemals kennenlernen. Und deswegen bin ich ihm deswegen so dankbar,
Ich bin ihm dankbar dafür. Klar, es ist nicht schön, keiner möchte krank sein. Ich sage auch nicht, dass Gott das auch möchte oder auch zugelassen hat oder was auch immer in unserem Leben passiert. Oder auch uns Menschen verletzen. Sollen wir niemals aufgeben, weil es gibt da jemand oben, heißt Jesus. Und seine Liebe ist die, die wir brauchen. Seine Liebe, sein Frieden, seine Kraft. Ohne seine Kraft können wir niemals was erreichen, auch wenn wir so schwach sind. Aber auch wenn wir denken, es ist alles perfekt, es ist eigentlich nichts perfekt. Ja, es wird immer was kommen. Was würdest du sagen, die vielleicht nicht glauben oder die nach den Herrn Jesus suchen? Was sollen sie machen? Wenn sie gar nicht glauben, wie meinst du das? Ja, wenn sie jetzt vielleicht nicht glauben, das aber jetzt sehen, dein Zeugnis. Oder die vielleicht gerade noch irgendwie denken, ja, aber es muss doch irgendjemand geben da, die vielleicht gar nicht mal wissen, dass es Jesus ist oder dass es Gott ist, was sie gerade suchen. Sie suchen aber etwas, sie merken das, dass etwas sie zieht. Was würdest du ihnen mitteilen, dass sie tun sollten oder machen müssen oder dass sie halt diese Erkenntnis bekommen? Ja, also auf jeden Fall beten. Nach ihm fragen, so wie ich es auch im Wald getan habe. Ich habe auch zu ihm gebetet und habe gesagt, Herr, ich möchte von dir eine Antwort haben. Und wenn du wirklich von ganzem Herzen dir das wünschst, dass er dir antwortet, ich verspreche es dir, wird er es auch tun. Und das ist das, was auch zählt, dass du versuchst, wirklich nach der Wahrheit zu suchen und zu sagen, Herr, offenbare du dich in meinem Leben. Ich bitte dich, so wie ich zum Beispiel gesagt habe, schick mir einen Vogel und vertraue auch darauf. Dann wird er es auch tun. So ist es, ja genau. Absolut. Absolut, ich bin ganz bei dir. Vielen Dank, liebe Schwester. Alexandra, ja. Ich wünsche dir Gottes Segen für deinen Weg und der Herr ist auf jeden Fall mit dir, das spürt man richtig. Und ich danke dir, dass du dieses wundervolle Zeugnis mit uns geteilt hast und wünsche dir auf jeden Fall einen gesegneten Tag. Danke dir auch. Ja. Zeit und euch allen. Genau. Danke, dass ihr dabei wart. Ihr dürft gerne euer Abo hinterlassen und eure Kommentare. Wir beantworten sie dann gerne. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Markus.